Heute ist Dienstag, der 9. Januar und wir sind jetzt auf dem Weg nach Orlando nochmal. Wir wollten den zweiten Tag Disney machen und haben hier gerade ein Bakery Outlet entdeckt. Also es ist praktisch Werksverkauf von einem Brotladen, von einer Bäckerei. Und da wollen wir mal reingehen, weil das Brot ist, was wir auch öfters mal kaufen, weil das nicht nur so pappig ist. Und ja, schauen wir mal, was die sonst noch hier so im Angebot haben. Wir haben hier, Joel, du hast im Angebot nur 99 Cent, diese Teil. Hier eine scharfe, saure Gurke, die ist so groß. Und hier sind die ganzen Brote nur 99 Cent gewesen. Das ist also leer. Mann, guck mal, was wir alles kaufen. Ich fahr mal ein bisschen herum in den Laden. Den klein. Nicht so klein. Hold on one second. Zum Auto von hinten. Ganz schön laden. Ist lecker? Ja, diese Teile sind lecker. Ein Qualitätssnack für zwischendurch. Für eine Stunde. Sehr nahrhaft. Ja, lecker, lecker. Nee, ess du mal erstmal. Wenn ihr gleich alle überlebt, dann nehme ich was. Es schmeckt so ein bisschen wie. Und wie ist es, Jakob? Ganz okay. Der schmeckt Kiri schmeckt das aber besser. Dieser Schmelzkäse, so ein bisschen schmeckt das. Ja, Pötti. Mhm. Ja. So, jetzt sind die Delicious Deals, die Honey Buns dran. Die schmecken wie Bälle. Komm mal her. Wir hätten zwei holen müssen. Und? So lecker, die schmecken wie Berliner. Wie Berliner. Und ja, individuell eingepackt. Wie außerordentlich praktisch. Ja. Und ich habe noch einen von den Stäben. Nur in Amerika. Lecker. Also Bakery Outlet, müsst ihr hingehen. Dass wir fett und rund werden. Genau. Ein paar Kalorien am Rande. Mhm. Frischers am Rennen. We're trying to make the bus to the Wilderness Lodge. And this is the entrance to Animal Kingdom. Hier geht's beim Animal Kingdom Park ran. Und wir versuchen unseren Bus zu erwischen. So Wilderness Lodge. Oh, wir haben es geschafft. Hallo. Das hier ist jetzt die Disney Wilderness Lodge. Da sind wir jetzt gerade angekommen mit dem Bus. Wir wollen uns das Resort hier heute mal anschauen. Man kann theoretisch auch hierher fahren, wenn man vom Magical Kingdom aus mit dem Boot. Das geht auch. Vielleicht fahren wir da gleich mit dem Boot, wenn wir hier fertig sind, mal hin. Hier sind jetzt keine Weihnachtsdekorationen mehr, wie in den anderen Hotels, wo wir letzte Woche noch waren. Bin mal gespannt, ob das jetzt überall schon weg ist oder nur hier. Und man kommt sich vor, als ob man irgendwo in Colorado in so einer großen Berghütte ist und wir gleich Skifahren. Mhm. Wilderness Lodge, ja. Und wo wir schon mal so ein ganzes Boot für uns haben, setzt man sich doch einfach mal ganz hinten hin. Wie im Bus, ne? Darf ich mich noch ganz umsetzen? Nee, ich glaube, man soll sitzen bleiben. Wait.
Und jetzt musst du mit rein. Mickey Mouse! Thank you! Wir sind jetzt am Magic Kingdom Park vorbei und haben jetzt die Fähre zum Grand Floridian Resort genommen. Wollen da noch mal schauen, eben bevor wir zum Boardwalk und zum Marketplace hinfahren. Von daher der große Ansturm kommt, wenn es abends ist. Oh, that's a squirrel. It goes in an, has a nut in the mouth. Yeah, has a nut in the mouth. But look at the bushes, Dad. Das riecht hier gut, ne? So nach Weihnachten noch. Boah, guckt euch mal den riesen Tannenbaum an. Look at this huge Christmas tree. It's humongous. Und Emmy, probierst du an jetzt? Oh. Die kosten nur 30. Ist ja fast umsonst. Guck mal, das haben die sogar in deiner Größe hier. 13. Tale as old as time. True as it can be. Barely even friends. Then when somebody danced unexpectedly. Hier, Emmy. Das ist das Kleid aus dem Film. Das ist mein Kleid. Kostet nur 25 Dollar. Oh yeah, dance it for us. Shake it, shake that booty, shake that booty. Kälteattacke is about to happen. Wir sind jetzt hier bei Disney Springs. Die haben hier immer noch die Weihnachtsdeko. Die Sonne geht langsam unter nach der ewig langen Busfahrt. Ja, der Busfahrer. Die haben Busfahrer gewechselt und der eine hat glücklicherweise den Schlüssel mitgenommen. Dann konnte der andere natürlich nicht losfahren. Und wir haben gewartet und gewartet. Eli ist eingeschlafen. Na, nach 40 Minuten waren wir endlich da. Yay! Und was suchen wir hier jetzt, Linus? Den, einer der größten Legolin auf der Welt. Cool. Wo ist denn der Lego-Laden, den Linus sucht? Ja, warum? Das ist einer der größten. Also da hinten sehen wir den Ballonverkäufer und ein Ballon kostet 20 Dollar. Ja, hier, der gute Mann, der da sitzt mit seinem Sohn, der hat nämlich gerade einen gekauft und da habe ich nur gesehen, wie er einen Zehner und Fünfer und ein paar Kleinigkeiten, also 20 Dollar insgesamt, dafür bezahlt hat. Autsch! Ja. Da gehe ich lieber für Essen. Bei Costco. Die gehen aber auch einsam. Wir haben großes Glück. Die Dame, die hier arbeitet, da vorne, die mit Ben spricht, die spricht Deutsch. Und die hat die Kinder jetzt mal eben hier eingeschleust, weil man sich eigentlich für diese Aktion online registrieren muss. Aber sie war jetzt so nett an uns
uns mal eben reinzuschleusen. Das dürfen die Kinder hier umsonst kleine Lego-Sets zusammenbauen und behalten. Und der Laden ist toll, riesig, total laut, aber schön. Die Pick-a-Brick, Pick-and-Build-Wall ist auch total groß, haben die echt viele Teile, sonst sind die nicht so groß, diese Wände. Es gibt so Le- oh. Bei mir ran und Kinder, das kannst du nicht haben. World of Disney Store. Whoa. Der hört gar nicht mehr auf. Doesn't end, it's huge. Pass auf, der springt gleich, Linus. He's gonna jump at you here in a minute. Das ist jetzt hier im Rainforest Café. Oh, guck mal, die ganzen Fische da hinten. Guck mal da oben die Fische, die da einfach sitzen und gucken. Wow, das ist cool. Oh, guck mal da vorne. Da vorne war das halt nicht da. Nee, wow. This is awesome. Come on, let's keep going. Watch out, somebody! You can't get out that way.
oder was? Und jetzt geht's wieder zurück zum Animal Kingdom Lodge. Also vielleicht gerne noch länger rumgelaufen, ne? Ja, hat Spaß gemacht. Ja, es gibt so viel zu sehen.